Servus, damit recht herzlich willkommen zurück zu Snowpiercer. Ja, 21 Granaten ist vielleicht ein bisschen viel. Machen wir mal 11 raus. Ja. Haben wir uns mal schnell in den Dorf rein. Und dann geht's weiter im Programm, würde ich sagen. Lauf, 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 wie ein Fischstäbchen. Trolli, trolli, la. Schubi, dubi, da. Man sieht, das ist alles eine Aufnahme noch hier. Die ganzen Julios liegen hier noch rum. Und stinkern vor sich her. Kommen wir jetzt in die richtige Richtung? Nee. Das ist die falsche Richtung, oder? Oh, nö, ich muss die richtige. Hä? Aber wir gehen da nicht runter, oder? Gehen wir runter in die Katakomben? Ja, gut. Das ist richtig. So ist es richtig, ja. So, jetzt geht's hier lang. Lübsch. Ja, müsst ihr lang gehen. Vor allem, es gibt viele von diesen, sag mal, Zombie-Sanis hier. Wir sind sowieso mal wieder in der Zombie-Dir. In der Zombie vorbeischauen und mal schauen, was so an schöne Zombies es geben tut. Richtig böse wäre es ja, wenn hier die Zombies alle nachspawnen würden nach einer gewissen Zeit. Das wäre assi. Gibt's ja bei manchen Games, das spawnen die Viecher einfach nach und du hast dann am Anfang überhaupt keine Chance, überhaupt Munition zu sparen oder sowas. Und bist halt dann wirklich gezwungen, auf den Nahkampf zu gehen. Oh. Na, holla, die Waldfeder, mal was übersehen. Ja, auch. Nein. Die davon? Ja. Scheiße, oder was? Aber wir hier hinter noch nicht gegangen sind, deswegen wahrscheinlich. Die haben wir doch gelootet. Die haben wir auch gelootet. Jetzt bin ich für ein Scheißer. Die haben wir auch gelootet, das weiß ich. Ist das ein Krokodil oder was ist das? Was zur Hölle war das? Oh. Oh. Ich wunderte mich, warum. Damn, at the end of these halls was an armory. Wir wollen die Waffen, ja. Und wir speichern einfach mal, weil wir das können, haha. Geht natürlich in echt, ne? Aber in echt gibt es auch keine Zombies, also lass mich in Ruhe. Entsichern und laden, Leute. Das ist dann wohl... Hallo? Die Waldfee.
Die Geh brennen. Vielleicht mal zu Boden, sag mal. Don't open that. Das verstehe ich. Oh, bin schon wegen den Rohren erschrocken, ey. Hallo? Meine Fresse. Es gibt so Leute. Die musst du nicht verstehen. Aber. Aber, wenn sie über Barrikaden rücken, ist das etwas, was ich nicht gutheißen kann. Hallo? Ich bin's. Euer Freund. Manchmal frage ich mich echt, was soll das? Hallo? Ich möchte dein Gesicht treffen. Reloading. Ich glaube, das müsste jetzt vorerst alles an Bastis gewesen sein. Ein Holz. Jetzt haben wir ein Holz. Lebst du noch? Du lebst nicht mehr. Da ist noch Lady. Da halte ich einfach drauf, weil die mir auf den Sack gehen. Digga, freue ich mich, wenn ich meine automatische Waffe ab und zu habe. Da halte ich einfach drauf. Bisschen ruhig und gelassen arbeiten, Freunde. Weil wenn du nämlich ruhig... Stirb! Wenn du ruhig und gelassen arbeitest, dann brauchst du nicht so viel Money. Haben wir gerade gesehen. Okay. Du scheinst tot zu sein, das freut mich sehr. Die sind alle leer, denn du bist tot, das freut mich sehr. Hallo, ich bin der Silvio. Ich möchte nix, außer etwas Loot. Du kannst tot sein, wie du willst. Ich will Loot, nur etwas Loot. Gib mir Loot, ja gib mir Loot. Gib mir doch etwas Loot. Ich höre euch doch, ja. Gib mir doch etwas Loot, ja.
Loot, Lootla, Loot, 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 ja. Dass es so laut sein muss. Okay. Ich komm hier nicht mal schon rum. Was ist denn das? Da hatten wir einen Stuhl in uns. Hattet ihr schon mal Stuhl in euch? Die meisten müssten jetzt sagen, ja. Geht das zu? Ne. Oh Gott, das ist doch hier. Ne. In die nächste Stellung zurück. Fall zurück. Für die vergeude ich gerne etwas Schrot. So. In deinen dummen Rücken, Bitch! Pistolmunition. Pistole. Oh. Laternenmännel. Hat mal doppelt so viel Munition wie jetzt. Merkt ihr was? Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Oh shit. Oh shit. Langsam kannst du gar nicht sein. Sorry, aber irgendwo ist immer Schluss. So viele Granaten kann ich für dich auch nicht verwenden. Wo ist denn das fette, fette Arschloch?
So, die letzten zwei Ladungen. Schrot. Also ab und zu mal frage ich mich, warum wir nicht seine dämliche Fratze treffen, ne? Die Alte hat geröstet. So. Dorf Maul, Maul, halt dein Maul. So, hatten wir hier noch einen Sprengfuß? Ein Sprengfuß? Ein Sprengfuß? Ich brauche ein Sprengfass, das wäre ganz toll. Haben wir nicht mehr. Schade. Ich brauche ein Sprengfass. Ich habe noch eine Granate, ne? Die gehen aber weg, die nicht. Dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal und ich sag ciao. Mit V. Tudeluhu.